Ja, und es geht jetzt wohl los, würde ich behaupten. Ist aber nur eine Vermutung. Ich könnte auch falsch liegen. So, wie funktioniert denn das Rennen jetzt nur eigentlich? Jetzt weiß ich das immer noch nicht. So schon mal nicht. Wow! Das Spiel kann mir doch nicht so einen Schreck einjagen. Ich bin sensibel und herzkrank. Ach, er rennt auch von alleine. Ist praktisch. Mach mal weiter. Hier. Ah, wir sind ja hier. Also Leute, wundert euch nicht, ne? Ich habe das Spiel zwar schon mal so gut wie bis zum Ende gespielt, aber ich kann mich halt auch nicht mehr an jedes Detail erinnern. Also bin ich halt manchmal auch ein wenig noch erstaunt. Man kann sich auch nicht alles merken, so viel wie ich zocke. Wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße! Wir können nicht mehr zurück! Sie haben sie so angekriegen. Verdammt! Sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. 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 Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Damit hätten wir das Kapitel 1 schon mal geschafft und wollen das doch natürlich einmal auch... Ach, erzähl nicht, ich kam bis Kapitel 15. Tja, das ist doch sogar auch das letzte Kapitel. Ich sag ja, ich kam da nicht weiter, ich hab's einfach nicht geschafft und das hat mich so abgefuckt, ne? Ja, was soll's. Ich spiele das ja mit euch nochmal. Wir kommen da wieder hin. Wenn ich alleine bis Kapitel 15 geschafft habe, schaffen wir es jetzt erst recht.
So, soweit, so gut. Dann hätten wir das erstmal gespeichert und machen uns auf ins nächste Kapitel, würde ich sagen. Ich habe das fast schon durchgehabt, ne? Es ärgert mich so. Aber ich kam dann nachher einfach nicht mehr hin. Ich weiß nicht, ob ich mich falsch geskillt hatte oder mich einfach nur zu doof angestellt habe. Ich weiß nicht. Ich habe es mehrfach versucht. Ich hing dann nachher wirklich da in der letzten Arena mehrere Stunden schon und habe es immer und immer wieder versucht. Und irgendwann war genug, hatte ich die Schnauze voll. Können wir ja nur hoffen, dass es diesmal besser läuft. Ich werde diesmal definitiv meine Waffen mehr skillen. Jetzt hast du ja uns und wir helfen dir, wo wir können. Ja, genau. Geh weg von mir! Nein! Du hast zwei Köpfe! So. Dann nehmen wir doch erstmal das mit. Das ist eh wichtig. Das brauchen wir unbedingt. So, Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Ist ja furchtbar. Ich bin im Gefängnis. Hallo? Nein, in irgendeiner Klappschmiede. Hallo? Da sind Kakerlaken an den Wänden. Ruf den Kammerjäger! Na, ich würde sagen, ruft mal hier lieber den Geisterjäger. Oh Mann, jagt mir hier so einen Dreck ein. Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Beim ersten Durchspiel habe ich hier immer wieder versucht, die Türen aufzumachen. Eine Klinik. Nur um dann festzustellen. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Wieso nicht? Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Das konnte ich nicht lesen. Das unterschreibe ich nicht. Da bin ich strikt dagegen. Ich sträube mich. Nein, okay. Sonst kommen wir hier nie weg. Ich werde mal einfach nochmal speichern, auch wenn wir es ja gerade schon getan haben. Habe ich jetzt gespeichert? Ja. Und nun? Was jetzt? Wo gehst du hin? Ah, okay. Lalalala. Guck mal, sein Humpen ist schon fast weg. Nicht wie Medizin. Was riecht wie Medizin? In Krankenhäusern riecht immer nach Medizin. Krankenhäuser halt. So. In so einem Spiel kann man einfach nicht genug speichern. Entspannen Sie sich. Bitte. Kartenfragment 1. Ich habe beim ersten Spielen auch nicht alle gefunden. Ich werde hier auch nicht alle finden. Stimmt wohl, aber hier gibt es ja auch genug Speicherpunkte, die so zwischendrin immer mal automatisch speichern. Also wenn man stirbt, fängt man ja nicht bei seinem letzten selbst gespeicherten Punkt an. Dann gibt es ja auch automatische Speicherpunkte, die relativ fair verteilt sind, muss ich mal sagen. Nur wenn ich mich nicht irre, muss man, wenn man dann ausmacht, sind die automatischen Speicherpunkte nicht aktuell, glaube ich. Deswegen werde ich, wenn ich den Stream dann auch beende, immer bis zu so einem Speicherpunkt definitiv spielen. Dann bin ich mir nämlich sicher, ich muss hier nichts nochmal machen.
So, und du sagst, ich soll mich hinsetzen? Okay. So ein hübscher Stuhl, da setzt man sich doch gerne hin. Was soll das? Beruhigen Sie sich, es ist nur zu Ihrem Besten. Nein! Stopp! So, mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fertigkeiten verbessern. Benötigte Punkte, ne, um das überhaupt freizuschalten, haben wir ja genau 100. Was für ein Zufall. So, sehen Sie, schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Nein, du bist schon verrückt. Du wirst nicht erst verrückt. Ich warte auf Sie. Bin ich aber nett, dass Sie auf mich warten. So fühle ich mich dann nicht so allein. Was hat das mit der ganzen Geschichte eigentlich auf sich, dass er so rumswitcht? Weil, wie gesagt, ich kam ja nicht bis zum Ende. Ich kenne nicht die ganze Story. Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Oh, ein Stimpak. Oder wie heißt das hier? Spritzenwirkung? Nee. Steuerung? Nein. Spritze. Ach, ich gucke auch überall hin, nur nicht auf das Offensichtliche, ne? Die Herkunft des Medikaments ist in dieser Reisespritze ist unbekannt, aber es stellt deine Gesundheit wieder her. Oh, er hat etwas Gesundheit. So, dann benutzen wir das doch gleich mal, so prompt. Wo bist du? Genau, ich will das bitte benutzen. Oh, ich jetzt auch gleich auf die Schnellwahl legen können, ich Trottel. Egal. So, ab jetzt werde ich mich auch immer schön noch umgucken. Also nicht wundern, ich werde hier in jeder Ecke mal so reinlunchen. Manchmal liegen hier an Orten noch Sachen, da denkt man gar nicht dran. Und umso mehr gelbes Gel wir finden, umso mehr können wir uns auch leveln. Also denke ich mal, ist das gar nicht verkehrt. Ich brauche Licht, mir ist ein bisschen dunkel hier. Kam hier noch irgendwie? Nee, das war einfach nur das. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und gehen den Weg entlang. Es sieht sehr plausibel aus, dass wir hier lang müssen. Oh, ein Hase, habt ihr ihn gesehen? Guckt mal. Ach, das war nur ein Blatt. Oh, ich Trottel. Nein, hier ist es mir zu dunkel. Ich bleibe jetzt auf dem Weg ein bisschen. Bis ich die Lampe finde. Wie weit können wir hier eigentlich reingehen? Würde mich mal interessieren. In einem dunklen, dunklen Wald. Da steht ein dunkles, dunkles Haus. Und in diesem dunklen, dunklen Haus steht eine dunkle, dunkle Truhe. Und in dieser dunklen, dunklen Truhe sind viele, viele bunte Smarties. Ja, so viel dazu. Wo ist denn der scheiße Weg jetzt? Ich hab den Weg verloren. Hier. Ich glaube mal, da werden wir wirklich nichts finden. Nahkampfangriffe. Dreieck. Greif Gegner oder Gegenstände mit bloßen Händen oder irgendwie da, was ja, ich weiß. Einfach draufhauen. Juhu! Oh, noch mehr Gel. Was war das denn mal? Es hat, wenn ich richtig sehe, Hufe. Und der Kopf ist irgendwie nicht... Ach doch, könnte eine Kuh gewesen sein. Oder ein Reh? Nee, eine Ziege. So eine Ziege, so eine Bergziege oder so. Arme Ziege, du wurdest einfach aufgegessen. Es tut mir leid für dich. Okay, ich denke mal, wir müssen da hinten zum Licht. Nein, geh nicht ins Licht. Doch, geh ins Licht. Oh, hier ist Licht. Geil. Hey! Oh, der Idiot, ich wollte mit der Lampe zurückgehen. Jetzt fällt er hier runter, Trottel. So, die Lampe kann ich selber handeln. Yep. Cool, ich wusste mal auf Anhieb noch auf eine Taste. Ich bin begeistert. Bin ja richtig stolz auf mich.
So, jetzt genug gelobt, sonst kriege ich gleich Höhenflüge. Er schmatzt da schon mal gemütlich vor sich hin. Naja, solange es ihm schmeckt. Meine Mutter hat immer gesagt, wem schmeckt, der soll essen. Ja, sehr clever. Ich habe jetzt mal schlau und spare mal gleich Muni, aber so, das lasse ich lieber. Mein Gott, Connelly. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist denn der jetzt hingefallen? Ich habe doch die Lampe, ich Trottel. Ach hier, direkt vor meiner Nase. Warum hast du nichts für mich? Oh, du alter Schmollmond. Dafür schmeiße ich hier alles um. Verdammte Kacke. Der hat einfach nichts. Wie soll ich hier überleben? So, jetzt habe ich mich abreagiert. Jetzt geht's wieder. Genau, ich nehme einfach den seinen Kopf da und spiele irgendwie Bowling oder so. Nur fehlen mir noch die Dingsbumsen. Dingsbums ist immer gut. Na, ihr wisst schon. Die Dingsbumsen eben. Die Kegel, Mensch. Manchmal geht mir die Kamera ein bisschen auf die Keks. Ich wollte mich da gerade schlafen legen. Ich merke, ich spiele, ja. Manchmal bin ich vom Kopf her, Laterne benutzen, ja, ich weiß. Manchmal bin ich vom Kopf her in anderen Spielen. Dann will ich in dem Spiel, was ich gerade spiele, das machen, was ich in dem Spiel zuletzt gemacht habe, was ich davor gespielt habe. Ich hoffe, man konnte mir gerade folgen. Ist das ein Zettel? Die sieht aus wie ein Stein. Oh, Steine! So. Oh, Leslie! Tut weh! Oh, ich finde ihn so niedlich irgendwie, ne? Er tut mir immer so leid. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! Verdammt nochmal. So, dann wollen wir das mal entschärfen. Gegenstand erhalten. Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Quallenarmbrust herzustellen. Steht da wirklich Quallenarmbrust? Naja, Quallenarmbrust? Quallenarmbrust? Ich lese das wahrscheinlich gerade nur falsch. Sie wurde im Inventar verwendet. Sie werden im Inventar verwendet. Meine Fresse. Deutsche Sprache, schwere Sprache ist irgendwie traurig. Das darf ich auch keinem erzählen. Das ist ja fast peinlich. Aber nur fast. Ah, sprinten, drücke L1. Ja, ich weiß, wie ich sprinten kann. Finde ich gut. Jetzt geht es mir gleich viel besser. Gibt hier irgendwas Cooles? Ich will Sachen. Gib mir Sachen. Ich will Sachen. Halt böse. Oh, die sehen ein bisschen tot aus. Streichhölzer benutzen. Nähere dich einen am Boden liegenden Gegner und drücke Kreis, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Der sieht mir aber eh eigentlich schon tot aus. Und außerdem habe ich gar keine Streichhölzer. Aber ich glaube, der würde sonst wieder aufstehen. Ich habe in dem Spiel nie rausgekriegt, ob alle Leichen... Weil er zappelt ja nicht mehr. War wahrscheinlich Vorführungseffekt. Aber ich weiß, wenn ein Gegner mal so einfach nur zu Boden stürzt, kann man ihn auch verbrennen. Das ist praktisch, weil dann spart man ja Munition logischerweise. Spring da hoch!
Du sollst auch hochspringen. Guck mal, das kannst du doch kaputt machen. Jetzt mal ernsthaft.